Gar nicht, dass er hier ist. 509 GTB. Sehr schön. In schwarz. Klassisches Spec. Aber mit viel Carbonparts finde ich super. Das ist doch schön.
Mehr nicht sagen. Den habe ich hier gerade noch gefunden. Das ist wahrscheinlich gerade gekommen, als ich im Bäcker war. Da ist es wohl irgendein Rennumbau. Bei diesem schönen Elfer. Nein. Fahrrad auf. Moment. Da steht Rist drauf.
schon rot. Ich sag. Glücklich bin ich. Sehr schön. Der zweite heute. Diesmal sogar ein WTL. Wir sind besonders krass. Geil. Richtig, richtig geil. Ich glaube, er hat ehrlich. Nein, nein, nein. Doch. Ferrari da, Enzos Shots da. Sehr gut. Shots. Der Enzo weiß Bescheid. Alter, und der STO. Mann, die fahren alle nach da, die Zippis. Oh, da ist der BMW wieder. Okay, übertreib. So schön wie deine Mutter. Jetzt fahr doch. Leuten, hier geht's so gut, Alter. Der kann ich tatsächlich anschließen. Ich mache heute eine Carsporting-Challenge gegen Düsseldorf mit dem Charles. Ich bin der Tobias. Juhu! Ja! Ja.
Das ist so dermaßen rücksichtslos. Immerhin kann man jetzt geile Bilder machen. Aber das ist auch das einzige Positive. Alter, geil. Gelber 430 Millionen. Das sieht man auch nie auf der Straße. Da stand die ganze Zeit in der Motorwelt drin. Außer ich. Oh, du bist so süß, Enzo. Das heißt übrigens außer mir. Also guck mal, ist das scharf oder ist das scharf? Oh, schön. Digga, Enzo, hast du eigentlich immer irgendwas anzuwacken? So, das war's jetzt mit dem Video. Man sieht mich überhaupt nicht, aber ich denke, das ist nicht ganz so schlimm. Ich versuche jetzt einfach eine kurze Abmoderation zu machen vor dem Hauptvideo quasi. Ich weiß noch nicht, ob ich es in zwei Videos packe, so wie ich es jetzt bei der Anmoderation gesagt habe oder nicht. Jedenfalls wird es auf jeden Fall ein Video geben, wo die Autos ankommen. Und wenn es das gibt, dann wird das die Anmoderation dafür sein. Wenn es ein ganzes Video wird, dann wird es die Anmoderation für das ganze Video sein. Also es war ein Scheißtreffen. Nein, ich habe keine Ahnung, wie ich eine Abmoderation machen soll. Aber ich kann Weedy. Ja, merkt man. Zeig uns deine Wheelie-Künste. Alter! Was ein krasser Typ. Ja, es ist jetzt komplett dunkel, aber ich muss tatsächlich trotzdem die Abmoderation fertig machen, weil ihr kennt mich, sonst vergesse ich das wieder. Genau, ja, Highlights, ich werde jetzt nicht jedes einzelne Highlight hier erzählen, was es gab. Aber so grob aufgefallen sind mir zum Beispiel der Ford GT 2017 in der Heritage Spec. Dann auch noch sehr geil fand ich den weißen SLR. Dieses Duo mit 911K und GT3 RS. So war es der alte BMW am Ende. Also es waren schon ziemlich nice Sachen dabei, auch dieser 964 Speedster. Also ich muss wirklich sagen, es war ein cooles Event an sich. Aber ich habe ganz vergessen, das Event hatte eine sehr, sehr große schwarze Seite. Eine sehr, sehr dunkle Seite, die etwas sehr Schlechtes darstellt. Also ich muss sagen, insgesamt hat das Event ziemlich Spaß gemacht. Weil es ist halt einfach ein geiles Event und es sind immer geile Autos dabei. Aber der prozentuale, sag mal so, prozentuelle, oh Junge, da scheitert es an meinem Deutsch. Anteil an den Autos, die wirklich interessant sind, ist halt einfach viel zu niedrig. Also ich meine, da waren jetzt zu 80% oder zu 90% wirklich nur Autos dabei, die wirklich an sich keinen richtigen normalen Spotter interessieren. Also irgendwelche M4s, M2s, irgendwelche Opel Corsas, die aufgetunt sind oder sowas. Und das hat halt einfach nicht nur, dass die Autos selbst da waren, hat das Niveau runtergezogen und auch ganz viele Motorräder. Habt ihr vielleicht auch bemerkt. Nicht nur, dass die Autos selbst da waren, hat das Niveau vom Event runtergezogen, sondern dass genau diese Leute, die mit solchen Autos eben da waren, dass genau diese Leute es eben nicht schaffen, sich normal zu benehmen, wie halt ein zivilisierter Mensch sich auf so einem Treffen benimmt.
Und zwar machen die dann irgendwelche Burnouts, Wheelies, Drifts oder sonst was. Die kleinen TikTok-Kiddies, wie wir sie so schön nennen, schreien auch noch hinterher, rennen auf die Straße und machen auch immer so Zeichen von wegen, machen Wheelie, machen Burnout oder sonst was und filmen das alles natürlich und damit unterstützt man diese ganze Community natürlich. Also es war viel mehr, also man muss sagen, seit den letzten Jahren hat es sich von einem Oldtimer- und Supercar-Treffen, was eigentlich eine richtig nice Idee ist, wie ich finde, hat es sich zu einem richtig niveaulosen Tuning-Treffen entwickelt, muss man sagen. Auch wenn es noch ziemlich geile Autos gab und es auch teilweise wirklich Spaß gemacht hat, insgesamt ist es halt einfach, es ist halt einfach nicht mehr das, was es war. Und erst recht nicht ist es das, als dass es gedacht war zu sein, als man es damals ins Leben gerufen hat. Aber alles in allem kann ich auf jeden Fall trotzdem sagen, es hat mir gefallen. Ich hoffe nur, dass wir irgendwann das wieder in den Griff bekommen. Selbst die Motorworld kämpft dagegen an. Die Polizei kämpft dagegen an. Ja, man kann nur hoffen. Ich hoffe, das wird nächstes Jahr besser. Es kommt als nächstes wieder Season Opening dann im April. Ich weiß nicht, ob ich diesmal da sein werde, aber dieses Jahr habe ich kein, also nächstes Jahr, dieses Schuljahr habe ich kein Praktikum. Deswegen kann es gut sein, dass ich ja da sein werde. Ich bin sehr gespannt. Aber bis dahin haben wir noch sehr viel Zeit und bis dahin werden auch noch ganz viele andere Videos kommen. Ich habe im Moment ziemlich gut aufgeholt. Das heißt, wenn ihr dieses Video seht, dann ist das Motortreff wahrscheinlich allerhöchstens eine Woche her oder so. Also bin ich wahrscheinlich inzwischen wieder ziemlich gut im Rhythmus drin. Die Neuerungen bei den Videos habe ich euch schon erzählt. Und von daher werden jetzt auch wieder regelmäßiger Videos kommen und auch immer aktueller Videos kommen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Genau, jetzt habe ich eigentlich genug geredet. Da habe ich eigentlich den ganzen Weg von der Motorwelt hierher nur noch geredet. Das war es jetzt mit dem Video. Insgesamt hat es mir gefallen. Die negativen Punkte habe ich euch gesagt. Wenn es euch auch gefallen hat, dann sehen wir uns im nächsten Video.